Teil 2. Der Angriff. Kapitel 10. Der Schrei entsteht ganz unten, wandert meinen Körper hoch und bleibt mir im Hals stecken. Ich bin stumm wie ein Avox. Ersticke an meinem Schmerz. Selbst wenn ich die Muskeln im Hals loslassen könnte, den Schrei hinausließe, würde ihn jemand hören? Im Raum hat sich ein Tumult erhoben. Fragen und Forderungen werden laut, während alle versuchen, Peters Worte zu entschlüsseln. Und ihr in Distrikt 13, noch vor Tagesanbruch tot. Doch niemand fragt nach dem Überbringer der Nachricht, dessen Blut durch ein Kieselbild ersetzt wurde. Da ruft jemand: Ruhe! Alle Augen richten sich auf Famage. So ein großes Rätsel ist das nicht. Der Junge sagt uns, dass ein Angriff auf uns geplant ist. Hier in 13. Woher will er das wissen? Warum sollte man ihm trauen? Woher weißt du das? Haymitch knurrt genervt. Während wir hier quatschen, schlagen die ihn zusammen. Was wollt ihr noch? Katniss, hilf mir doch mal. Ich muss mich schütteln, damit die Worte hinaus können. Haymitch hat recht. Ich weiß nicht, woher Peter die Information hat oder bestimmt, was er sagt. Aber ich glaube es auf jeden Fall. Und sie, ich kann nicht laut aussprechen, was Snow ihm antut. Sie kennen ihn nicht, sagt Haymitch zu Coin. Wir schon. Rufen Sie Ihre Leute zusammen. Coin wirkt nicht erschrocken, nur ein wenig verdutzt über diese Wendung. Sie denkt über die Worte nach und tippt mit einem Finger leicht gegen den Rand der Schalttafel vor sich. Dann sagt sie mit ruhiger Stimme zu Haymitch: Natürlich haben wir für ein solches Szenario unsere Vorkehrungen getroffen, obwohl seit Jahrzehnten ausgemacht scheint, dass sich das Kapitol mit weiteren direkten Angriffen auf Distrikt 13 nur selbst schaden würde. Atomraketen würden Strahlen in die Atmosphäre schicken, mit unvorhersehbaren Folgen für die Umwelt. Aber auch ein konventioneller Angriff könnte unsere Waffenarsenale, auf die sie es abgesehen haben, empfindlich beschädigen. Und natürlich riskieren sie einen Gegenschlag. Möglich, dass sie in Anbetracht unseres Bündnisses mit den Rebellen nun doch bereit sind, all das in Kauf zu nehmen. Meinen Sie wirklich? Sagt Haymitch, eine Spur zu ernsthaft, aber die Feinheiten der Ironie kommen in 13 selten an. Ja, so oder so ist eine Luftschutzübung der Stufe 5 überfällig, sagt Coin. Fahren wir mit der Abriegelung fort. Sie hackt etwas in die Tasten und gibt die entsprechenden Anweisungen aus. Als sie den Kopf wieder hebt, geht es auch schon los. Seit ich in Distrikt 13 bin, hatten wir 2 Übungen auf niedriger Stufe. An die erste kann ich mich kaum noch erinnern. Ich lag auf der Intensivstation und die Patienten waren wohl von der Teilnahme befreit. Denn der Aufwand, uns für eine Übung wegzuschaffen, hätte in keinem Verhältnis zum Nutzen gestanden. Ich erinnere mich dunkel an eine mechanische Stimme, die alle anwies, sich in den gelben Zonen zu versammeln. Bei der zweiten Übung, einer Übung der Stufe 2 für den kleineren Krisenfall, zum Beispiel eine vorübergehende Quarantäne, um die Bewohner auf Grippeviren zu testen, sollten wir uns in unsere Quartiere begeben. Ich versteckte mich hinter einem Rohr im Wäscheraum, ignorierte das pulsierende Tuten der Alarmanlage und schaute einer Spinne zu, die ein Netz webte. Nichts hat mich auf die ohrenbetäubenden, entsetzlichen Sirenen vorbereitet, die Distrikt 13 jetzt durchdringen. Dieses Geräusch kann man nicht ignorieren. Es soll offenbar die ganze Bevölkerung in Panik versetzen. Aber wir sind hier in Distrikt 13. Da passiert so etwas nicht. Box führt Finnick und mich aus der Kommandozentrale durch den Flur zu einem Durchgang und dann auf eine breite Treppe. Menschenströme vereinigen sich zu einem Fluss, der einfach nur abwärts fließt. Es wird nicht geschrien und nicht gedrängelt. Selbst die Kinder fügen sich. Stockwerk um Stockwerk gehen wir tiefer, schweigend, denn kein Wort würde den Sirenenlärm durchdringen. Ich halte nach meiner Mutter und Brim Ausschau, aber außer den Menschen in meiner unmittelbaren Nähe kann ich niemanden erkennen. Sie arbeiten heute beide auf der Krankenstation, also können Sie die Übung nicht verpassen. Ich habe Druck auf den Ohren und meine Augenlider werden schwer. Wir sind tief unter der Erde, wie in einem Kohlebergwerk. Das hat den einzigen Vorteil, dass die Sirenen nicht mehr ganz so schrill klingen. Aber sollten Sie uns physisch vom Erdboden vertreiben? Und so ist es wohl auch gedacht. Gruppen von Menschen schieben sich durch gekennzeichnete Durchgänge. Und Box führt mich immer weiter nach unten,
bis die Treppe schließlich vor einer riesigen Höhle endet. Ich will direkt hineingehen, doch Box sagt, ich müsse erst meinen Tagesplan vor einem Scanner halten, um mich auszuweisen. Garantiert wird die Information an irgendeinen Computer weitergeleitet, damit niemand verloren geht. Die Höhle ist teils natürlich, teils von Menschenhand geschaffen. An einigen Stellen sind die Wände aus Stein, an anderen sieht man Strahlträger und Zement als Verstärkung. In die Felswände sind Schlafkojen gehauen. Es gibt eine Küche, Toiletten, eine Erste-Hilfe-Station. Alles ist für einen längeren Aufenthalt ausgelegt. Um die Höhle herum sind in regelmäßigen Abständen weiße Schilder mit Buchstaben oder Zahlen angebracht. Box erklärt Finnick und mir gerade, dass wir uns an dem Schild aufstellen sollen, das unserem Quartier entspricht, in meinem Fall E für Wohneinheit E, als Blue Dog zu uns kommt. Ach, hier seid ihr, sagt er. Die Ereignisse der letzten Stunden scheinen ihn nicht sonderlich beeindruckt zu haben. Er ist immer noch hoch erfreut über Beatys gelungenen Medienangriff. Er hat den Wald im Blick, nicht die Bäume. Dass Peter misshandelt wird und Distrikt 13 demnächst in die Luft fliegt, scheint nebensächlich. Katniss, ich weiß, dass es für dich nicht einfach ist, diese Schlappe für Peter, aber du darfst nicht vergessen, dass du beobachtet wirst. Was? Sage ich. Ich fasse es nicht, dass er Peters schreckliche Lage als Schlappe abtut. Die anderen im Bunker werden sich an dich halten. Wenn du ruhig und tapfer bist, nehmen sie sich daran ein Beispiel. Wenn du in Panik gerätst, könnte sich das ausbreiten wie ein Lauffeuer. Schärft Blue Dog mir ein. Ich starre ihn nur an. Es brennt sozusagen, fuhr er fort, als wäre ich etwas begriffsstutzig. Am besten tue ich einfach so, als stünde ich vor der Kamera, oder? Sage ich. Ja, perfekt. Vor Publikum ist man immer viel tapferer, sagt er. Wir haben ja gerade gesehen, wie viel Mut Peter aufgebracht hat. Am liebsten würde ich ihm eine reinhauen. Ich muss vor der Abregelung wieder bei Colin sein. Du machst weiter so, sagt er und geht davon. Ich begebe mich zu dem großen E an der Wand. Unser Platz besteht aus 4 Quadratmetern, die auf dem Steinboden markiert sind. 2 Kojen sind in die Wand gehauen. Einer muss auf dem Boden schlafen. Unten gibt es ein quadratisches Fach für Vorräte. An der Wand hängt ein weißes Blatt in Plastikfolie mit der Überschrift Regeln für den Bunker. Ich starre die kleinen schwarzen Striche auf dem Papier an. Zuerst werden sie von den Blutstropfen überlagert, die ich einfach nicht aus dem Kopf kriege. Dann werden sie langsam zu Buchstaben und Wörtern. Der erste Absatz trägt die Überschrift bei der Ankunft. Erstens stellen sie sicher, dass alle Mitglieder ihrer Wohneinheit anwesend sind. Meine Mutter und Prim sind noch nicht da, aber ich bin auch als eine der ersten im Bunker angekommen. Wahrscheinlich sind die beiden noch damit beschäftigt, Patienten zu verlegen. Zweitens, gehen Sie zur Versorgungsstelle und sichern Sie jedem Mitglied Ihrer Wohneinheit einen Rucksack. Bereiten Sie Ihr Lager vor, geben Sie die Rucksäcke wieder ab. Ich schaue mich in der Höhle um, bis ich die Versorgungsstelle gefunden habe. Einen tiefen Raum, der durch eine Theke abgetrennt ist. Ein paar Leute stehen dahinter, aber es ist noch nicht viel los. Ich gehe hin, nenne den Buchstaben unserer Wohneinheit und verlange 3 Rucksäcke. Ein Mann überprüft die Angaben, zieht die für uns bestimmten Rucksäcke aus dem Regal und legt sie mit Schwung auf die Theke. Ich setze mir einen auf den Rücken und nehme die anderen beiden in die Hände. Als ich mich umdrehe, hat sich hinter mir eine Menschenansammlung gebildet. Entschuldigung, sage ich, während ich mich mit den Vorräten durch die Leute zwänge. Ist es nur ein Zufall oder hat Plutarch recht? Orientieren sich die Leute an mir? In unserem Lager öffne ich einen Rucksack. Ich finde eine dünne Matte, Bettzeug, graue Kleidung zum Wechseln, eine Zahnbürste, einen Kamm und eine Taschenlampe. In den anderen beiden Rucksäcken befindet sich das Gleiche, zusätzlich zu der grauen, jedoch auch weiße Kleidung. Die ist bestimmt für meine Mutter und Prim gedacht, für den Fall, dass ihr medizinischer Einsatz gefragt ist. Nachdem ich die Betten gemacht, die Kleidung verstaut und die Rucksäcke wieder abgegeben habe, kann ich nichts weiter tun, als die letzte Regel zu befolgen. Drittens, warten Sie auf weitere Anweisungen. Also setze ich mich im Schneidersitz auf den Boden und warte. Immer mehr Menschen strömen in die Höhle, nehmen ihre Lager in Beschlag und holen ihre Vorräte ab. Es dauert nicht lange, da ist die Höhle voll. Ich frage mich, ob meine Mutter und Prim die Nacht an dem Ort verbringen,
an dem man die Patienten gebracht hat. Aber nein, das glaube ich nicht. Sie standen ja auf der Liste. Ich fange schon an, mir Sorgen zu machen, als meine Mutter endlich kommt. Allein, mitten unter Leuten, die ich nicht kenne. Wo ist Prim? Frage ich. Ist sie nicht hier? Sagt meine Mutter. Sie wollte direkt von der Krankenstation herkommen. Sie ist 10 Minuten vor mir los. Wo ist sie? Wohin könnte sie gegangen sein? Ich kneife die Augen zu, um sie aufzuspüren, als wäre ich auf der Jagd. Ich sehe sie vor mir, wie sie auf die Sirene reagiert, wie sie sich hastig um die Patienten kümmert, wie sie nickt, als man sie auffordert, in den Bunker zu gehen. Auf der Treppe zögere ich mit ihr, bin einen Moment lang hin- und hergerissen. Warum nur? Ich reiße die Augen auf. Der Kater! Sie holt den Kater! Oh nein, sagt meine Mutter. Wir wissen beide, dass ich recht habe. Wir schieben uns gegen den Strom, versuchen, aus dem Bunker hinauszukommen. Oben machen sie sich daran, die Flügel der schweren Eisentür zu schließen. Langsam drehen sie die Stahlräder auf beiden Seiten nach innen. Wenn die Tür erst einmal geschlossen ist, dann weiß ich, wird nichts auf der Welt die Soldaten dazu bringen, sie wieder zu öffnen. Vielleicht stünde es auch gar nicht in ihrer Macht. Ich dränge die Leute zur Seite, während ich den Soldaten zurufe, dass sie warten sollen. Der Abstand zwischen den Flügeln schrumpft auf einen Meter, einen halben Meter, nur noch ein paar Zentimeter sind übrig. Bloß meine Hand passt noch durch den Stall. »Machen Sie auf! Lassen Sie mich raus!« schreie ich. Die Soldaten sind unschlüssig. Dann schieben sie die Flügel ein Stück zurück, nicht so weit, dass ich hindurch kann, aber so weit, dass ich mir nicht die Finger klemme. Ich nutze die Gelegenheit, um mich mit einer Schulter in die Öffnung zu zwängen. »Prim!« brülle ich nach oben. Meine Mutter spricht begütigend auf die Wachen ein, während ich mich immer weiter durch den Spalt quetsche. »Prim!« Da höre ich es. Leise Schritte auf der Treppe. »Wir kommen!« ruft meine Schwester. »Halt die Tür auf!« Das war Gail. »Sie kommen!« sage ich zu den Wachen, woraufhin sie die Tür ein kleines Stück weiter aufmachen. Aber vor lauter Angst, dass sie uns alle aussperren, wage ich mich nicht zu rühren, bis Prim da ist. Die Wangen rot vom Rennen, Butterblume auf dem Arm. Ich ziehe sie in die Höhle. Gail kommt hinterher und zwängt noch eine Menge Gepäck durch die Öffnung. Mit einem lauten und endgültigen Knall geht die Tür zu. »Was hast du dir bloß gedacht?« Aufgebracht schüttle ich Prim, dann umarme ich sie und zerdrücke Butterblume fast. Prim hat die Erklärung bereits parat. »Ich konnte ihn nicht zurücklassen, Katniss«, sagt sie. »Nicht schon wieder. Du hättest sehen sollen, wie er durchs Zimmer gelaufen ist und gemaunzt hat. Er würde auch zurückkommen, um uns zu retten.« »Ja, ja, schon gut.« Ich atme ein paar Mal tief durch, gehe einen Schritt zurück und packe Butterblume im Nackenfell. »Ich hätte dich ertränken sollen, als es noch nicht zu spät war.« Er legt die Ohren an und hebt eine Pfote. Ich fauche ihn an, bevor er es tut. Das ärgert ihn. Er findet, Fauchen sollte ihm vorbehalten sein. Im Gegenzug maunzt er wie ein hilfloses kleines Kätzchen und meine Schwester springt ihm sofort zur Seite. »Ach, Katniss, ärgere ihn nicht!« Sie nimmt ihn wieder in die Arme. »Er ist doch so schon außer sich!« Bei der Vorstellung, dass ich die zarten Gefühle dieses Mistkaters verletzt habe, kriege ich schon wieder Lust, ihn zu ärgern. Aber Prim ist wirklich verzweifelt. Also stelle ich mir vor, wie sein Fell ein paar Handschuhe ziert. Ein Bild, das mir über die Jahre geholfen hat, ihn zu ertragen. »Na gut, tut mir leid. Wir sind unter einem großen E an der Wand. Suche ihm lieber ein Plätzchen, bevor er ausrastet.« Eilig geht Prim weg und jetzt stehe ich Gail direkt gegenüber. In den Händen hält er den Arzneikasten aus unserer Küche in Distrikt 12, wo unser letztes Gespräch stattfand. Unser letzter Kuss. Unser letzter Streit. Egal. Er trägt meine Jagdtasche über der Schulter. »Wenn Peter recht hat, hätten die Sachen nicht überlebt«, sagt er. »Peter, Blut wie Regentropfen am Fenster, wie feuchte Erde an den Stiefeln.« »Danke für alles. Ich nehme die Sachen.« »Was hast du in unseren Räumen gemacht?« »Nur nochmal alles kontrolliert«, sagt er. »Wir sind in 47, falls du mich brauchst.« Als die Tür geschlossen wurde, haben sich fast alle auf ihre Plätze verzogen. Und jetzt schauen mir mindestens 500 Leute zu, wie ich mich zu unserem neuen Zuhause begebe. Um meine Panikaktion von vorhin wieder gut zu machen, versuche ich jetzt, besonders ruhig und besonnen zu wirken. Als könnte ich irgendjemandem etwas vormachen. Ein tolles Vorbild bin ich. Aber was soll's?
Die Leute halten mich sowieso alle für verrückt. Ein Mann, den ich vermutlich umgestoßen habe, fängt meinen Blick auf und reibt sich empört den Ellenbogen. Am liebsten würde ich ihn auch anfauchen. Prim hat Butterblume auf die untere Koje gesetzt und in eine Decke gewickelt, so dass nur sein Kopf herausguckt. So hat er es gern bei Gewitter, das Einzige, wovor er sich richtig fürchtet. Meine Mutter stellt ihren Arzneikasten sorgfältig in das quadratische Fach. Mit dem Rücken zur Wand kauere ich mich hin und schaue mir an, was Gail alles in meine Jagdtasche gepackt hat. Das Pflanzenbuch, meine Jagdjacke, das Hochzeitsfoto meiner Eltern und die persönlichen Sachen aus meiner Schublade. Mein Sporttürpelbrosche steckt jetzt ja immer an dem Kostüm, das Senna für mich gemacht hat. Aber da sind das goldene Medaillon und der silberne Fallschirm mit dem Zapfhahn und Peters Perle. Ich verknote die Perle im Zipfel des Fallschirms und stecke sie ganz tief in meine Tasche, als wäre sie Peters Leben und niemand könnte sie wegnehmen, solange ich darauf aufpasse. Das ferne Geräusch der Sirenen bricht abrupt ab. Über die Lautsprecher des Distrikts ist Coins Stimme zu hören. Sie dankt uns allen für eine vorbildliche Evakuierung der oberen Stockwerke. Sie betont, dass es sich nicht um eine Übung handle, da Peter Mellaug, der Sieger aus Distrikt 12, im Fernsehen vor einem Angriff auf 13 gewarnt hat und möglicherweise heute Nacht bevorsteht. In diesem Moment fällt die erste Bombe. Erst gibt es einen heftigen Schlag, gefolgt von einer Detonation, die in meinem Innersten nachhallt. In meinen Eingeweiden, im Knochenmark, in den Zahnwurzeln. Wir werden alle sterben, denke ich. Mein Blick wandert nach oben, ich rechne damit, gewaltige Risse in der Decke zu sehen. Dicke Gesteinsbrocken, die auf uns herabregnen. Aber der Bunker bebt nur ein wenig. Die Lichter gehen aus und ich erlebe, wie orientierungslos man in völliger Dunkelheit ist. Die Laute der Menschen, die keine Worte für das Geschehen haben. Spontane Schreie, unregelmäßiges Atmen, das Wimmern von Babys. Der Fetzen eines irren Lachen. Tanzen in der aufgeladenen Atmosphäre umher. Dann geht das Summen eines Generators, ein schwaches Flackern, so ganz anders als die grelle Beleuchtung, die in Distrikt 13 üblich ist. Es ist fast wie damals zu Hause in 12, beim schwachen Schein von Kerzen und Kaminfeuer in einer Winternacht. Im Zwielicht strecke ich den Arm nach Prim aus, halte mich an ihrem Bein fest und ziehe mich zu ihr hinüber. Mit fester Stimme spricht sie beruhigend auf Butterblume ein. »Schon gut, Kleiner. Alles ist gut. Hier unten kann uns nichts passieren.« Meine Mutter nimmt uns in die Arme. Einen Augenblick lang gestehe ich mir zu, mich klein zu fühlen. Ich lege den Kopf auf ihre Schulter. »Nichts im Vergleich zu den Bomben in Distrikt 8«, sage ich. »Wahrscheinlich eine Bunkerbombe«, sagt Prim. Dem Kater zuliebe spricht sie immer noch mit sanfter Stimme. »Bei der Einführungsveranstaltung für Neubürger haben wir davon gehört. Sie dringen tief in die Erde ein, bevor sie losgehen, weil es ja schon lange keinen Grund mehr gibt, die Oberfläche von 13 zu bombardieren.« »Atombomben?«, frage ich und merke, wie es mich kalt durchläuft. »Nicht unbedingt«, sagt Prim. »Manche enthalten nur eine Menge Sprengstoff, aber es könnte wohl beides sein.« In dem Dämmerlicht ist die schwere Stahltür am Ende des Bunkers kaum zu erkennen. Würde sie uns vor einem atomaren Angriff schützen? Und selbst wenn sie, was sehr unwahrscheinlich ist, die Strahlung zu 100% abschirmen würde, könnten wir dann je wieder hier raus? Die Vorstellung, den Rest meines Lebens in dieser Gruft zu verbringen, ist entsetzlich. Ich verspüre den Drang, wie eine Verrückte zur Tür zu rennen und zu verlangen, dass sie mich rauslassen, was auch immer mich dort erwartet, aber es ist zwecklos. Sie würden mich nie hinauslassen und ich würde womöglich eine Massenpanik auslösen. »Wir sind so tief unter der Erde. Bestimmt sind wir hier sicher«, sagt meine Mutter matt. »Denkt sie an meinen Vater, der im Bergwerk in Stücke gerissen wurde?« »Aber das war knapp. Gut, dass Peter das Nötige getan hat und uns gewarnt hat.« »Das Nötige. Eine harmlose Umschreibung für alles, was nötig war, um Alarm zu schlagen. Das Wissen, die Gelegenheit, der Mut und noch etwas anderes, das ich nicht benennen kann.« Peter schien mit sich ringen zu müssen. Er musste sich überwinden, die Botschaft zu äußern. Warum? Die Leichtigkeit, mit der er Worte verdrehen kann, ist sein größtes Talent.
War die Anstrengung eine Folge der Folter oder mehr als das, eine Art Wahnsinn? Coens Stimme, vielleicht etwas härter als sonst, erfüllt den Bunker. Die Lautstärke flackert ebenso wie das Licht. Offenbar war Peter Mellorks Information korrekt und wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet. Die Messinstrumente zeigen an, dass das erste Geschoss eine große Sprengkraft hatte, jedoch nicht gestrahlt hat. Wir rechnen damit, dass weitere Folgen werden. Für die Dauer des Angriffs haben die Bewohner in ihren zugewiesenen Bereichen zu bleiben, solange keine anderslautenden Anweisungen erfolgen. Ein Soldat teilt meiner Mutter mit, dass sie in der ersten Hilfestation gebraucht wird. Sie lässt uns ungern allein, obwohl sie nur 30 Meter entfernt sein wird. Uns passiert schon nichts, sage ich. Glaubst du, an dem käme jemand vorbei? Ich zeige auf Butterblume, der mich so halbherzig anfaucht, dass wir alle ein wenig lachen müssen. Selbst ich habe Mitleid mit ihm. Nachdem meine Mutter weg ist, sage ich zu Prim: Warum steigst du nicht mit ihm in die Koje? Ich weiß, dass es albern ist, aber ich habe Angst, dass das Ding beim nächsten Einschlag über uns zusammenkracht, sagt sie. Wenn die Kojen zusammenkrachen, bringt der ganze Bunker zusammen und begräbt uns. Doch diese Logik ist jetzt wohl wenig hilfreich. Anstatt etwas zu sagen, räume ich das Vorratsfach frei und bereite Butterblume darin ein Bett. Davor lege ich für meine Schwester und mich eine Matte. Wir dürfen in kleinen Krüppchen die Toilette benutzen und uns die Zähne putzen. Duschen ist für heute allerdings gestrichen. Ich kuschle mich mit Brim auf die Matte. Die Decken nehmen wir doppelt, denn in der Höhle ist es feucht und kalt. Butterblume, der unglücklich ist, obwohl Brim sich die ganze Zeit um ihn kümmert, kauert im Vorratsfach und stößt mir seinen Katzenatem ins Gesicht. Trotz der misslichen Umstände bin ich dankbar für die Zeit mit meiner Schwester. Seit ich hier bin, nein, seit den ersten Spielen, war ich so wahnsinnig beschäftigt, dass ich mich kaum um sie kümmern konnte. Ich habe nicht so auf sie aufgepasst wie nötig, nicht so wie früher. Schließlich war es Gale, der unsere Wohneinheit durchgesehen hat. Nicht ich. Das muss ich wieder gut machen. Ich habe sie noch nicht mal gefragt, wie sie den Schock verkraftet hat, dass es sie hierher verschlagen hat. Und, Prim, wie gefällt es dir in Distrikt 13? Frage ich. Jetzt gerade? Fragt sie zurück. Wir müssen lachen. Manchmal habe ich fürchterliches Heimweh, aber dann fällt mir ein, dass es nichts mehr gibt, wonach ich Heimweh haben könnte. Hier fühle ich mich sicherer. Wir müssen keine Angst mehr um dich haben. Naja, jedenfalls nicht mehr so wie früher. Sie schweigt eine Weile. Dann umspielt ein scheues Lächeln ihre Lippen. Ich glaube, sie wollen mich zur Ärztin ausbilden. Davon höre ich zum ersten Mal. Na klar, sie wären schon blöd, wenn sie das nicht machen würden. Sie haben mich beobachtet, als ich auf der Krankenstation ausgeholfen habe. Ich besuche bereits die Sanitätskurse. Das ist nur für Anfänger. Einiges davon weiß ich schon von zu Hause. Trotzdem gibt es noch viel zu lernen, sagt sie. Das ist ja toll, sage ich. Prim als Ärztin. Davon hätten sie in Distrikt 12 nicht mal träumen können. Etwas kleines Stilles erhält die Finsternis in meinem Inneren, wie ein Streichholz, das angezündet wird. So eine Zukunft könnte die Rebellion uns bringen. Was ist mit dir, Katniss? Wie kommst du zurecht? Ganz leicht und zärtlich bewegt sie die Fingerspitzen zwischen Butterblumes Augen. Und sag jetzt nicht, dass es dir gut geht. Sie hat recht. Mir geht es alles andere als gut. Also erzähle ich ihr von Peter, dass ich im Fernsehen zuschauen konnte, wie sein Zustand immer schlechter wurde und dass sie ihn womöglich gerade umbringen. Butterblume muss eine Weile allein klarkommen, denn jetzt wendet Prim sich ganz mir zu. Sie zieht mich fest an sich, streicht mir mit den Fingern die Haare hinter den Ohren. Ich habe aufgehört zu reden, weil es eigentlich nichts mehr zu sagen gibt und weil dort, wo sich mein Herz befindet, ein bohrender Schmerz ist. Vielleicht habe ich sogar einen Herzinfall, aber es lohnt sich nicht, davon zu sprechen. Katniss, ich glaube nicht, dass Präsident Snow Peter umbringt, sagt sie. Natürlich sagt sie das, sie will mich beruhigen. Aber dann sagt sie etwas Überraschendes. Sonst hätte er keinen Sinn, kein mehr, an dem dir etwas liegt. Dann könnte er dir nicht mehr wehtun. Das muss ich auf einmal an ein anderes Mädchen denken. An eine, die alles Böse gesehen hat, was das Kapitol zu bieten hat.
Joanna Mason, Tribut aus District 7, in der letzten Arena. Ich habe sie davon abzuhalten versucht, in den Dschungel zu gehen, wo die Schnattertölpel die Stimmen unserer Lieben nachahmten, die gefoltert wurden. Aber sie hat mich nur beiseite gestoßen und gesagt, die können mir nichts anhaben, ich bin nicht wie ihr, von meinen Lieben ist keiner mehr da. Prim hat recht. Snow kann es sich nicht leisten, Peters Leben zu vergeuden. Schon gar nicht jetzt, da der Spottschöpfel solch ein Chaos anrichtet. Snow hat bereits Sinna getötet, mein Zuhause zerstört. Meine Familie, Gale und sogar Haymitch sind außerhalb seiner Reichweite. Peter ist alles, was ihm bleibt. Was glaubst du dann, was sie mit ihm machen? Frage ich. Jetzt klingt Prim, als wäre sie 1000 Jahre alt. Was nötig ist, um dich zu brechen.